Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Heute erwarten Sie diese Themen bei uns. Berlin und seine Bauprojekte, eine unendliche Geschichte. Diese hier könnte vielleicht ähnlich wie der BER auch mal in die Geschichtsbücher eingehen. Das elende Gezerre um die dringend notwendige Nord-Süd-Tangente im Berliner Osten. Riesenstaus, Tag für Tag, doch es passiert einfach nichts. Dabei diskutiert man schon, ungelogen, seit Jahrzehnten über dieses Projekt. Was läuft hier gründlich schief? Helge Oehlert und Alina Imping mit Hintergründen. Es ist jetzt immer wenn von Gentrifizierung die Rede ist, geht es schnell um die Angst vor Verdrängung. Verdrängung? Wohin eigentlich? Gemeint ist meist ein Umzug in die Hochhaussiedlungen am Stadtrand. Das klingt nach abgehängt und Abstellgleis. Doch muss das automatisch den gesellschaftlichen Abstieg bedeuten? Und schafft sich Berlin damit sehenden Auges soziale Brennpunkte? In unserer Reihe Berlin boomt, Herausforderungen der wachsenden Stadt, gehen wir heute der Frage nach, wie dies verhindert werden kann. Ute Bartel. Und es geht weiter um Wohnungen. Inzwischen sind sich die meisten einig, damit Flüchtlinge sich möglichst schnell und gut integrieren können, brauchen sie ein normales Leben in Wohnungen. Die Realität in Berlin sieht aber meistens ganz anders aus. Vollgestopfte Flüchtlingsheime und Turnhallen. Ähnlich auch in Brandenburg. Das Erstaufnahmelager in Eisenhüttenstadt platzt aus allen Nähten. Dabei wissen wir doch inzwischen alle, dass Brandenburg massiv an Einwohnern verliert. Was ist eigentlich mit den Wohnungen derer, die weggegangen sind? Andrea Ewerwin. Offen für neue Ideen ist die Landesregierung. Das klingt gut, denn vielleicht könnte eine Unterbringung in leerstehenden Wohnungen in Brandenburg trotz aller praktischen Probleme zumindest eine Übergangslösung sein. Die sogenannte rote Flut im schönen Spreewald sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Rostige Eisenverbindungen, die aus den ehemaligen Tagebauen stammen und die das Wasser der Spree und der Bäche der Umgebung rostrot verfärben. Umweltschützer behaupten jetzt, nicht nur aus stillgelegten, auch aus aktiven Tagebauen komme rostiges Wasser. André Katschall ist den Vorwürfen nachgegangen. Übrigens, andere Bundesländer messen anders. Sachsen-Anhalt und auch Nordrhein-Westfalen lassen direkt an den Einleitstellen kontrollieren. So viel für heute. In 2 Wochen sind wir mit 9 frischen Themen wieder für Sie da. Ich sage danke fürs Zuschauen und lege Ihnen noch den nachfolgenden schönen Spielfilm Die Farbe des Ozeans hier im RBB ans Herz. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.